Du bist hier. Exzellente Arbeit. Hey, Eve. Ich mach das schon mit der Überzelle. Okay. Ich spüre, du würdest mich gern etwas fragen. Vermutlich warst du in der Bibliothek in Levoir. Wir möchten die Wahrheit erfahren. Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir sind sicherlich menschlich, doch das war vor nicht allzu langer Zeit noch nicht der Fall. Es ist wahr, dass jene, die vor uns hier waren, verantwortlich für die Erschaffung von Mother Sphere sind. Die, die wir heute als die letzten Menschen bezeichnen. Sie erschufen uns, die Androides, mit Hilfe von Mother Sphere. Und für eine Zeit lang lebten wir in einer Art Symbiose zusammen. Dann sind wir Androiden. Wir wurden erschaffen. Nur, wieso? Wieso hat Mother Sphere... Niemand kennt den Grund. Doch irgendwann traf Mother Sphere eine Entscheidung. Das Überleben der Menschheit hing von einer Neuorganisation der Spezies ab. Und dieser Konflikt führte zum Krieg. Letztlich zur Auslöschung der überlebenden Menschen. Unmöglich. Die wenigen, die der Zerstörung entkamen, zerstreuten sich. Doch einigen gelang es, in den Ruinen Unterschlupf zu finden. In Levoir. Ursprünglich gedacht als eine Einrichtung, in der die Menschheit genetisch weiterentwickelt werden sollte. Die Lebensspanne der überlebenden Menschen war nur sehr kurz. Diese Einrichtung war die Geburtsstätte dessen, was wir heute als Nativas bezeichnen. Die Aufzeichnungen im Vermächtnis sind allesamt wahr. Wir führen schon die ganze Zeit einen Krieg gegen unsere Vorfahren. Nun, mein persönlicher Link hat sich auf einen ziemlich großen Bereich ausgedehnt. Der nächste Alpha-Nativa ist nicht auf der Erde zu finden. Also, was habt ihr jetzt vor? Aber das ändert nichts daran, dass Nativas unsere Feinde sind. Na schön. Wir haben viel erreicht. Wir geben nicht auf und öffnen das Nest mit dem Omega-Kern. Gib mir den Standort des Alpha-Nativas. Wie du wünschst. Wenn ihr wiederkehrt, erzähle ich euch den Rest der Geschichte. Aber vermutlich wäre es besser, das direkt aus dem Mund des Ältesten zu hören. Also, heißt das, du verlässt uns? Mhm. Ich werde nach weiteren Informationen suchen. Verstehe. Das nächste Ziel ist der Orbitlift. Am Ende des Orbitlifts muss sich der Alpha Nativa aufhalten. Wie am Ende des Orbitlifts? Du meinst im Weltraum? Ja, das meine ich. Orbitlift Nummer 4 hat bis vor kurzem noch gut funktioniert. Aber dahin zu kommen wird nicht leicht. Dort wimmelt es schon lange nur so von Nativas. Ich denke mir mit Hilfe der Kartendaten einen Infiltrationsplan aus. Eve, du und Lily solltet gut vorbereitet sein, bevor ihr aufbrecht. Bist du schon so weit und willst los? Mhm. Bin fertig. Und du, Lily? Wir werden der Kolonie so nah sein. Das muss ich erstmal verarbeiten. Zerbrech dir nicht so den Kopf. Eve ist diejenige, die im Weltraum sein wird. Du und ich warten beide brav im Tetrapod. Ich weiß, aber... Hey, wir sehen, was sie sieht. Also macht die Distanz kaum einen Unterschied. Okay, dann los. Eve, kleiner Reminder. Es geht in den Weltraum. Die Reise nimmt etwas Zeit in Anspruch. Du solltest daher sicher sein, dass du alles in Zion erledigt hast, bevor wir aufbrechen. Alles erledigt. Bring mich jetzt zum Orbitlift. Auf geht's, dann mal alle an Bord mit euch.